Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe euch letztes Mal den Monster Maker von der Monster High vorgestellt. Damit kann man sich seine ganz eigenen Monster kreieren. Mit dabei waren so Körperteile und man muss das Ganze auf einem elektronischen Gerät installieren, also eine App. Und ich habe dafür ein Tablet hier und ich habe die App schon installiert. Und wie ihr hier hinten sehen könnt, ich habe da auch schon was ausprobiert. Die App kann man einfach im App Store runterladen, beziehungsweise im Google Play Store. Und dann verbindet man das Gerät mit diesem Gerät über Bluetooth. Und dann kann man hier sein ganz eigenes Monster machen. Und ihr seht, ich habe hier schon was gemacht. Ich werde es auch gleich nochmal etwas genauer zeigen. Auf jeden Fall hat jetzt gerade hier schon das Tablet angezeigt. Nimm das Körperteil aus dem Drucker und entferne vorsichtig die Adapter. Okay, dann mache ich das auch mal, wenn das hier steht. Dafür klappe ich das hier vorne auf. Und hier wird die Klappe gelöst. Ich hole das Ganze aus dem... Oh, jetzt, das hat auch jetzt schon das Tablet erkannt. Ich hole das hier raus und löse den Adapter hier. So, doch, das hat jetzt sehr gut geklappt. Und hier seht ihr das Ergebnis. Ich gehe mal nochmal zurück hier zur Galerie und zeige euch, was ich ausgewählt hatte. Also es gibt hier verschiedene Bilder, die man fertig auswählen kann. Und ich hatte mir meinen eigenen Kopf hier designt. Ich hatte diese Puppe hier ausgewählt. Hier sieht man sie. Und hier, das ist auch ganz gut geworden. Allerdings haben die da erstmal so ein Fadenkreuz um die Nase gemalt. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. Und das ist da jetzt auch noch. Das müsste man jetzt irgendwie noch entfernen, weil das sieht ja ein bisschen blöd aus, dass die da so ein Fadenkreuz um die Nase hat. Sonst ist es eigentlich ganz gut geworden. Ich finde, die Farben sind ein bisschen blass, aber sonst sieht es doch ganz schön aus. Also die Augen, das hat, ist sehr ordentlich. Hier vorne drauf ist noch die Fledermaus. Ist auf jeden Fall schon mal ganz interessant geworden. Ich zeige euch jetzt hier nochmal die App. Also man kann entweder hier bei der App in eine Galerie gehen, da sind schon fertige Monster, oder man kann selber Körperteile gestalten und da hatte ich eben den Kopf schon gestaltet. Und jetzt können wir ja mal als Test den Körper gestalten. Dann sieht man hier den Körper und da kann man zum Beispiel Augen drauf machen, Münder oder verschiedene Symbole. Kann man hier auswählen. So sieht ja der Kopf jetzt aus. Da mache ich mal den Körper vielleicht auch mit ein paar Fledermäusen. Oder mal schauen, was die sonst hier noch so Interessantes haben. Ach, sowas mache ich noch, so ein Spinnennetz. Das ziehe ich jetzt auf den Körper drauf. Ein bisschen klein, finde ich. Kann man auch hier irgendwo noch größer machen, genau. Ich glaube, größer geht schon gar nicht. Man kann auch nur einen bestimmten Bereich, das mache ich mal hier unten so hin. Da hat sie also so ein Spinnennetz. Und mal schauen, was hier sonst noch so ist. Ja, man kann hier noch mehr auswählen. Das sind so Körperbemalungen, Körpermuster. Kann man zum Beispiel alles so Kringel drauf machen auf den Körper oder Tigermuster. Nee, das gefällt mir nicht so gut. Wenn einem das nicht gefällt, kann man das auch wieder hier bei dem Mülleimer wegdrücken. Hier kann man gleich selber was malen. Sieht auf jeden Fall so aus. Aber ich mache mal noch so eine Fledermaus auf den Bauch. Die mache ich mal etwas größer. Spinnennetz, Fledermaus. Ich glaube, das testen wir jetzt einfach mal. Fertig.
Körperteil wird gespeichert und drucken. Um die Körperteile zu bedrucken, sind der offizielle Monster Maker Drucker und die Monster Stifte nötig. Haben wir also drucken. Kommunikation mit dem Drucker. Jetzt muss ich den Körper da reinstecken. Dafür habe ich das hier und dann brauche ich das Teil, wo der Körper drauf abgebildet ist. Und dafür muss ich jetzt dieses Teil hier rausmachen. Das war das für den Kopf. Jetzt mache ich das hier für den Körper rein. Wähle meinen Körper aus. Da muss ich erstmal noch die Beine abmachen. Ich habe den Körper da jetzt einfach so reingeklickt und jetzt kommt das Ganze wieder hier rein. Hier ist noch so ein Hebel, den man runterklicken muss. Ich hatte das Ganze, war jetzt ja nur schwarz, also ist schon mal der schwarze Stift richtig. Adapter habe ich alles gemacht, weiter. Du hast ein anderes Körperteil eingesetzt, als angegeben war. Das stimmt eigentlich nicht. Muss ich noch mal kontrollieren. Ah, ich sehe schon. Man muss hier das nämlich auf das Körperteil einstellen. Hier unten sind auch noch mal so kleine Abbildungen. Gehe ich auch noch mal ein bisschen näher dran. Hier unten. Und da hatte ich es jetzt eben auf das Bein eingestellt, aber jetzt ist es auf den Oberkörper eingestellt. Mal schauen, ob das jetzt erkannt wird. Bestätigen. Stelle sicher, dass der Riegel umgelegt ist. Das habe ich gemacht. Der schwarze Stift ist eingesetzt. Bestätigen. Die Klappe zumachen. Und dann seht ihr, da geht was schon los. So, ich habe festgestellt, dass der Körper doch noch nicht richtig gut drin war hier in der Fassung. Und ich habe es jetzt noch mal ein bisschen geändert und jetzt passiert da auch was. Ja, das ist doch die Fledermaus. Und jetzt kommt noch das Spinnennetz. Ah ja, sehr interessant. Okay, jetzt steht hier schon auf dem Tablet, dass das Körperteil fertig ist. Dann mache ich mal die Klappe auf und wir holen den Körper da raus. So. Und ja, das hat doch sehr gut geklappt. Es ist wohl am Anfang noch ein bisschen feucht, also am besten am Anfang direkt nicht anfassen. Aber jetzt habe ich schon mal hier meinen Kopf und den passenden Körper dazu. Also es ist nicht ganz einfach, muss ich sagen. Man muss ein bisschen üben und ja, sich ein bisschen da reinfinden, auch gerade in die App. Aber insgesamt finde ich, ist es spannend. Man kann sehr kreativ werden, man kann viel selber machen. Man braucht allerdings auf jeden Fall ein Tablet oder ein Handy mit Bluetooth-Anschluss. Und dann kann man wirklich kreativ werden und hier ganz eigene Monster-Kreationen machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Schaut auch unsere anderen Videos, die anderen Monster-High-Videos oder die vielen anderen Spielzeug-Videos.
Ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, wie hat es euch gefallen? Habt ihr vielleicht selber schon mal diese Maschine gesehen oder kennt jemanden, der die hat? Habt schon mal so ein Monster damit gestaltet? Gerne einfach alles in die Kommentare schreiben. Und sonst, ja, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss!